Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mittlerweile hier angekommen in einer Lodge. Genau. Wir wurden ja von der, wie hieß sie, Sarah Breaks, von der Polizistin vor Ort aufgegriffen, von dem Sheriff, genau, an der Tankstelle, wo wir rausgefunden haben, dass uns anscheinend 7 Tage fehlen. Weil als wir angekommen sind, diese Hirschparade, 2 Wochen, also es hat noch 2 Wochen gedauert, bis die stattfindet, und dann waren es nur noch 6 Tage. Also fehlen uns 7 Tage und wir wissen nicht, was passiert ist. Und begeben uns jetzt auf die Suche nach der verlorenen Erinnerung. Alter, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Das hört sich auch echt ziemlich verrückt an. Ja. Rusty. Big Stuffer. Gummy Yummies. Yummy, yummy, yummy. Guck mal, Knoblauch und Essigchips. Lecker. Ich liebe Salz und Essigchips. Beste. Aber Knoblauch. Ja, ich weiß. Gut, da draußen ist wohl der Rusty. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Ach ja, genau, wir haben noch eine Nachricht bekommen von den Entführern unserer Frau, von der Alice. Junge, es ist fast geschafft. Und die haben einen Treffpunkt mit uns ausgemacht. Die vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Ach, immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Armer Max. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Mach mal selber. Soll sich bloß gut um seinen Hund kümmern. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Hoffentlich sind es nicht mehr die richtigen Schlüssel. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Na. Sehr gut. Ziemlich weit oben. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Pups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen.
Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Also wenn irgendjemand aus meinem Bekannten- und Freundeskreis kommen würde und mir so eine Geschichte erzählen würde, im ersten Moment würde ich wahrscheinlich denken, dass sie die Fäuschen Schwammerl gegessen haben. Ja. Dass beim Pilze sammeln, also beim Schwammerlbrucker nicht so gut aufgepasst haben. Waren wohl die Falschen dabei. Also das wäre so meine erste Vermutung. Ja, es hört sich einfach schon echt crazy nach einer Psychose oder so an. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Hat er sich schon verkühlt? Der Barry. Nein. Der hat die Lampe umgeschmissen und dann hast du den Staub wegfliegen sehen. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Der Barry, der Großstädter. Alles klar, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Lover's Peak. Passt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, durch welche Tür wird als erstes schreiten. Oh, da war noch was. Licht ein oder ausschalten. Oha, anders. Weil wieder komische Dinge passieren. Mhm. Einfach mal Licht anlassen. Allright. Schöner Garten mit dabei. Gut. Ich werde hier warten, Al. Ich halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz da nach vorne, ob hier irgendwo was ist. Was Interessantes. Jo. Was uns weiterhilft. Das war die andere Tür. Schaut nicht so aus. Wo geht's denn noch hinter? Nein. Nein. Gut. Allright. Auch wieder tollen Spaziergang mitten in der Nacht durch den Wald. Fahren wir dann mit dem Auto oder gehen wir zu Fuß? Ich würde mit dem Auto hochfahren. Faul oder was? Also diese Schlösser, die schauen auch irgendwie aus, als wären das unten so Ohren. So eine Kette mit einem Ohr dran. Von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Naja, wenn sie keine Angst vor den Cops hätten, dann hätten sie nicht zu dir gesagt, sprich nicht mit der Polizei. Ja. Ja, das ist, wie du in der letzten Folge schon gemeint hast, halt einfach dieses Druckmittel, wo sie ihre Macht ausüben. Und je öfter du dem nachgibst, umso machtloser wirst du und umso mehr haben sie dich in der Hand. Kontrolle. Ja, absolut. Das ist eine andere Lodge. Geht da das Licht an? Ja. Das ist ein Radio. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne?
Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine Bestimmung. Die Kaffeemaschine, die wir in New York hatten. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig. War vielleicht ein Sonderangebot. Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Wer backt das schönste Reh, den schönsten Hirsch? Visitor Center. Ist da hinten nur Licht? Mhm. Jo. Gruselig. Nun gut, ich will ja keine Zeit schinden. Oh. Das Licht ist ausgegangen. Mhm. Es geht wieder los. Ich würde mich jederzeit freuen, da irgendwas zu finden. Mhm. Ja, wir haben weder Leuchtpistolen noch Schrotflinte, gell? Das ist alles weg. Nope. Gerade haben wir nur unsere Taschenlampe und den Revolver. Den Revolver. Ja, aber jetzt sind ja genug Häuser, die man mal angucken kann. Wo man die Türen eintreten kann. Und wieder ein Filmchen. Die müssen wir einfach mitnehmen. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Da fliegen noch die Federn rum. Mhm. Heute Abend der Mann im Spiegel. Man. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal, fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Keine Angst. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nur. Ganz. Vielleicht sehen Sie mich wieder, Agent. Vielleicht im Spiegel. Oje, was ist das? Verstörend. Horrorgeschichten in einem Horrorspiel. Ja, echt verstörend. Und dass ich so spiele, das wäre es ein Horrorbuch. Aber was wir da gerade gesehen haben, ist halt leider oftmals der wahre Horror. Oha. Wo? Da ist der Vogelschwarm. Kreisen über irgendwas, oder?
Oha. Den kann ich anleuchten. Wow. Oh, nicht, dass sie dich auch noch angreifen. Jetzt laufen wir mal weiter und schauen mal, was da auf uns zukommt. Gut, da war die Taschenlampe, dann war da die Pistole. Okay. Also da muss ich sagen, das ist super, super angenehm beim Controller bei der PlayStation. Die, also bei der 5er, wir spielen sie auf der 5er, da hat ja, haben ja die Trigger, rasten ja an bestimmten Punkten ein, beziehungsweise haben dann einen Schwellwert, den du nicht überschreiten kannst. Oder stellen sich auch je nach Spiel dann mit einem Widerstand ein. Und hier ist es halt auch so, ich kann den Trigger ziehen bis zu einem gewissen Punkt. Dann nimmt er die Waffe quasi hier in Anschlag. Mhm. Und dann muss ich den Trigger ziehen quasi. Durchdrücken. Die Vision hatte mich geschwächt. Und wieder ein Flashback. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte, helf mir! Rusty. Hallo? Hilfe! Hilfe, helf mir! Hinten in dem Haus, glaube ich, geradeaus, oder? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Mhm. Da. Hallo? Da ist er. Ist das ja unsere Lodge? Nein. Das ist da, wo das Mammut ist. Ah, das Hauptgebäude. Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wehe, dem Hund passiert was. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer es getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Lichter anschalten. Wahrscheinlich erstmal wieder irgendwie den Strom herstellen, oder? Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Da auf dem Stein. Merci. Boah, ich hab Angst. Da leuchtet was. Noch eine Manuskriptseite. Also immer wenn in dem Spiel Nacht ist, bin ich mir nicht sicher, ob es real ist. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Nein. Rusty! Schnell zurück! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Mm. Und schon wieder so verrückte. Hab ich dich. Sehr gut. Blutbehaltsbützen. Wo ist Rusty? Oh, das schaut nicht gut aus. Ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Bitte nicht die Tiere füttern. Das alles.
Lizenz für den Akt erworben haben, folgen Sie stets den Anweisungen der Ranger. Rusty, nein! Gehen Sie näher als 100 Meter an. Rusty ist verrückt geworden. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Lassen Sie Ihre Hunde nie über. Es verstößt gegen das Gesetz, nur Objekte oder historische Artefakte aus dem Park zu entfernen. Steine, die sie am Fluss finden und... Zu spät ausgewichen. Dunkelheit entfernt. Ich will gar nicht wissen, was mit dem Hund jetzt passiert ist. Darin. Nein, dem geht's gut. Er ist zu Hause in seinem Bettchen. Baumhüpfelbord. No. Nein. Telefon. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Da liegt eine Seite. Wie schaut's denn eigentlich aus mit den ganzen Manuskripten? Da fehlt uns eine Seite. Rustys letzte Gedanken. Folge 2, okay. Sind das eigentlich immer lange? Im Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Das ist quasi die Geschichte, die wir jetzt erleben. Also. Interessant. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Okay. Gut. So, da sind wir ja gerade runtergekommen. Ja. Und einmal im Kreis gelaufen. Da kriegen wir jetzt eine Leuchtfackel. Wetten? Nee, Batterien und Revolvermunition. Oh, überall diese Vögel. Mach mich ganz nervös. Gibt's da hinten irgendwas? Nein. Do not feed wildlife. $100 Strafe. Yes. Da geht's zum Lover's Peak. Lag am Ende des Naturlehrpfads. Die Moonshine Cave. Wo willst du da wirklich rein? Ah, da schau mal, da war hier an der Seite gleich wieder was Gelbes. Leuchtet das mal an?
Ein Pfeil. Ich glaube schon, dass ich da rein möchte. Schwamm mal. Wahrscheinlich ganz am Ende. Also nur um es nochmal kurz zum Sagen und jemand, der meinen Kanal noch nicht so oft verfolgt hat, ich habe das Wort ja schon diverse Male benutzt und für jeden, der auch nicht aus Bayern ist, Schwammerl sind Pilze. Genau. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Schwarzbrennerhöhle. Diese Höhle war während der Prohibition Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Deswegen auch die Moonshine Cave, wegen Moonshiner. Da oben ist die Kiste. Yes. Und eine Schrotflinte. Jawohl, ja. Und jetzt hoffentlich noch eine Leuchtpistole. Jawohl. Super. Du kannst dich einfach noch mal ein bisschen besser verteidigen. Gut. Irgendwas höre ich. Ja, die Krähen. Nein, Musik. Oder ein Flüster. Nein, das sind die Vögel. Das ist die atmosphärische Musik im Hintergrund und die Vögel, die draußen schreien. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Wer weiß. Lover's Peak. Ich bin gespannt, ob da wirklich jemand auf uns wartet. Do not feed the wildlife. Also grundsätzlich hätte ich. Da ist was rausgefallen. Grundsätzlich hätte ich ja Lust. Meine Batterien sind leer. Oha, da ist ja noch einer. Da ist noch einer. Schleichtig. Du Depp. Sehr gut, einer ist weg. Au. Oh. Nicht sehr freundlich am Lover's Peak. Das Telefon hat vorhin getutet. Da hörst du. Tote Leitung. Ich erschrecke mal so. Jetzt habe ich vorhin voll deinen Gedanken unterbrochen. Ja, ich habe nur gesagt, ich fände es grundsätzlich selber lustig, quasi so als kleine Minitricks-Videos zu diesen ganzen Folgen von Alan Wake. Mein Gott. So Gaudi halber irgendwie so selbst hier durch den Wald in der Nacht zu spazieren mit einer Taschenlampe und da irgendwie so ein paar witzige kleine Spots aufzunehmen. Oh, und das dann einzublenden aber, oder was? Ja, nee, als Shorts. Aber ich glaube, ich würde nachts nicht die Tiere stören wollen. Mhm. Du hast aktuell Wildwechsel, ja, es ist mehr unterwegs. Das ist Herbst, ja. Nein, das muss nicht sein. Gut, jetzt hat hier in der Region ist ja das Gute, der nächste Wald, wo es Wildschweine gibt, ist 20 Minuten hier ungefähr weg, circa Pi mal Daumen. Aber... Na, das muss nicht sein. Es reicht schon, wenn man sich tagsüber da aufhält. Rehe, Dachse und so weiter. Und die würde ich halt ungern stören wollen, just für Unterhaltung, ne? Ja, muss nicht sein. Nee, jetzt wüsste, dass der Wald im Prinzip nicht belebt ist, dann ist mir wurscht. Ja gut, ich würde dem Wildschwein auch nicht gern tagsüber begegnen wollen, ehrlich gesagt. Nein, gesagt. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ein Wildschwein ist super, super unangenehm. Ja, das
Big Owen, wir fangen schon wieder an. Da oben. So, halluzinieren. So, okay. Sind wir geheilt auf jeden Fall. Schrotflintenmoon. Ach, das ist noch gar nicht Lava's Peak. Ich dachte, wir sind schon am Ziel. Ui, ui, ui. Nimm mal kurz den Controller. Ja. Ich habe auf einmal... Oh. Ein Jucken am Ohr. Ja, so ein Kribbeln im Ohr gehabt und da drast du Heuberts durch. Bitte, ich möchte nicht kämpfen. Das überlasse ich dir. Oh, the great old one. Du musst nicht so laut. Sorry. Na komm, 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 komm. Bleib da, wo du bist. Putzibär. Geh zurück in deinen Baum. Putzibär, habe ich gesagt. Gibt es da nicht irgendwie so eine Serie Fuzzy Bear? Das ist irgendwie sowas Amerikanisches? Oder ist das eine von der Sesamstraße? Ich glaube von der Sesamstraße. Oh, oh. Immer diese Angriffe von hinten. Ohne Vorwarnung. Ja. Also da muss man sich echt drauf einstellen. Falls mir hier reicht, war. Gleich Batterien wechseln, hast du schon gemacht. Gut. Felled by lightning. Ein Blitz getroffen. Der große Alte, dieser außergewöhnlich große Gebirgsdouglasie, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast ein Weltrekord. Sind wir aber hoffentlich gleich am Lava's Peak. Ein Douglasie. Zählt auch zu den Tannengewächsen, Tannenbäumen. Oh, Vorsicht! Jojo. Wo ist das, wenn nicht anders, hä? Schnapp ihn dir. Schnapp sie dir alle. Warum bist du so laut? Entschuldige. Weil ich so aufgeregt bin. Aber deswegen musst du mir trotzdem nicht so ins Ohr brüllen. Bitte. So, jetzt sind wir wieder hier am Douglasie. Jetzt kommen wir hierher. Das ist der nächste. Drei Stück waren da. Aber jetzt kam wenigstens der nicht gleich von der Seite gesprungen. Und dann kommt der gleich von der Seite gesprungen. Entschuldigung. Magst du bitte mal aufhören, Dinge zu verschreien? Das ist ein Talent von mir. Ich spreche was aus und genau in dem Moment passiert's. Immer und immer wieder. Und meistens oder eigentlich immer sind es die negativen Sachen. Wow. Das war jetzt doch mal schön, Mann. Hin und wieder glänze ich auch. Oha. Ich schreibe mir das tief innerlich auch immer noch zu, dass die 49ers letztes Jahr kurz vorm Super Bowl-Finale verloren haben, weil ich gefragt habe, ja, was machen die jetzt eigentlich, wenn sich der Quarterback jetzt nochmal verletzt oder wenn der sich auch verletzt, und zwei Minuten später hat er sich die Ellbogenszene gerissen und die Saison war gelaufen.
Also, Entschuldigung an alle 49er-Fans. Sind so hartnäckig. Na, das Problem ist, dass die ganze Zeit so schräg laufen. Das ist nicht ordentlich. Und dazu ist alles ein bisschen zu träge, würde ich sagen. Träge? Mhm. Vom Gameplay her, meinst du? Ja, von dem, wie ich mich bewegen kann. Mhm. Da schreit schon wieder jemand. Ich habe jetzt jemanden gehört. Ja, ist mir wurscht. Aber ich glaube, das ist hier gerade schon wieder ein Safe Space. Wunderbar. Safe Haven. Safe Haven. Unser sicherer Hafen. Ein Safen. Hm. Und das passt ja auch perfekt. Für den heutigen Cup. Richtig. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Es würde uns auch freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder dabei wart. Was ist deine kurze Einschätzung bis jetzt von dem Spiel? Immer noch gehypt? Immer noch gehypt, immer noch verrückt und sehr unvorhersehbar. Also es ist wirklich ja geschrieben wie ein guter Thriller. Ein guter Krimi, guter Horrorstreifen. Du weißt wirklich nicht, was dich erwartet, was auf dich zukommt. Du weißt nicht, in welche Richtung der Protagonist tendiert. Ist er verrückt? Man weiß es nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon sehr gespannt, was uns am Lover's Peak erwartet. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ja, lasse ich dir das Schlusswort. Danke. Hättest auch gleich voll durchziehen können. Hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Passt auf euch auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal und bleibt im Licht. Bleibt im Licht, nicht vergessen. Ciao, ciao.